Hallo, hier ist wieder eure Tutorin Fabula. Mit Geschichten aus dem Römischen Reich, Informationen zur Grammatik, Tipps und Tricks und Übungen. In diesem Video geht es um den Ablativ. Hört sich schon seltsam an, Ablativ. Das ist ein für uns ungewöhnlicher Fall, denn im Deutschen gibt es ihn gar nicht. Wenn du das Video zu Ende gesehen hast, dann hast du einen Überblick über die wichtigsten Funktionen des Ablativs und weißt, was man im Deutschen braucht, um den Fall richtig zu übersetzen. Und ein Satz wie dieser, Rex equo animo regnat, ist dann überhaupt kein Problem mehr. Der Ablativ erfüllt im Lateinischen unterschiedliche Funktionen. Es gibt in etwa 6 Ablativfunktionen. Den Ablativ der Trennung oder Separativus, den Ablativ der Herkunft oder Originis, den Ablativ des Vergleichs oder Comparationes, den Ablativ der Gemeinschaft oder Comitativus, den Ablativ der Art und Weise oder Modi und den Ablativ des Mittels, den Instrumentalis. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com